quietschende Reifen, verbogenes Blech und Autoakrobatik konnte am Sonntag im Gewerbegebiet Gießen-West erlebt werden. Auf dem Parkplatz des Realmarktes war die Stunt-and-Jump-Show von Enrico Williams und seinem Team zu Gast. Die Zuschauer fühlten sich trotz sichernder Absperrgitter hautnah dabei, wenn die Stuntmen ihre atemberaubenden Kunststücke vorführten. Absolute Fahrzeugbeherrschung ist erforderlich, wenn ein PKW auf zwei Rädern fahrend balanciert wird, mal bei hohem Tempo und mal ganz langsam oder gar kreisefahrend. Buchstäblich brenzlig wurde es, als ein Auto durch eine brennende Bretterwand fuhr, mit dem Beifahrer auf dem Dach liegend. Bei einem weiteren Mal wurde durch eine Feuerwand gerast, bei dem sich ein Stuntman hinter dem Fahrzeug herziehen ließ. Endgültig mitten in einen Actionfilm hineinversetzt fühlte sich das Publikum, als mit einem Auto ein Salto Mortale vollführt wurde, mit entsprechend vielen Überschlägen. Highlights des Programms waren aber die riesigen Monster Trucks. Mit 400 PS und 3,50 Meter Breite keine Gefährte, um mal eben einkaufen zu fahren. Umso mehr zeigten die kraftstrotzenden Vehikel, was sie wirklich können, nämlich Autowracks auf Briefmarkenhöhe zu zerquetschen. Nachdem die Trucks ein paar Mal über die Wagen gefahren waren, war das Ziel tatsächlich auch fast erreicht.